Next News Nummer 14. Wir haben für euch wieder die spannendsten Themen aus der Woche der Elektromobilität zusammengetragen. Und zwar ganz vorne dran natürlich wieder Tesla, Tesla, Tesla. Model 3 Verkaufsstatistiken aus Nordamerika. Model S und Model X bekommen ein Facelift. Im Innenraum gab es erste Verdachtsfotos, möchte ich es mal nennen. Und Gerüchteküche um eine Gigafactory in Deutschland brodelt weiter. Außerdem hat unsere Regierung zur Abwechslung auch mal was beigetragen zu den News diese Woche, und zwar die Besteuerung von Dienstwagen im Bereich Elektrofahrzeuge halbiert. Im nächsten Jahr soll das in Kraft treten. Die Weltpremiere für den Mercedes EQC wurde angekündigt, noch vor dem Audi e-tron. Und beim Thema Stickoxide gab es Neues mit der Überschrift "Wir vergiften uns selbst". Und Neues natürlich von Next Move aus dieser Woche und was es Neues zu verkünden gibt. Das Tesla Model 3 hat in den USA die Konkurrenten im Marktsegment richtig fett abgehangen. Im Vergleich zu den mittelgroßen oder im Bereich mittelgroße Premium-Limousinen ist es nicht mal eben Erster geworden, sondern über 50% Marktanteil. Das ist sozusagen absolute Mehrheit errungen. Und verglichen wurde unter anderem das Model 3 gegen den BMW 3er, den Audi A4, die Mercedes C-Klasse und den Lexus IS, also gehobenes Segment. Und auch wenn man das Segment noch ein bisschen erweitert, traue keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast, aber man konnte es drehen und wenden, wie man will. Und zwar im Bereich der kleinen und mittelgroßen Luxusfahrzeuge, also Premium-Hersteller. Auch dort hat das Model 3 die anderen hinter sich gelassen. Man schätzt, dass im Juli 16.000 Tesla Model 3 verkauft wurden und in den USA die BMW 2er, 3er, 4er, 5er Reihe zusammen nur 12.800. Also auch wenn man diesen Vergleich wählt, ist das Model 3 vorne und auch gegen Audi A3 bis 7 oder die Mercedes Reihe. Auch dort in Summe pro Hersteller ist Tesla Model 3 vorne dran. Das Tesla Model S und Model X sollen nächstes Jahr ein neues Interieur bekommen. Ein Bericht entsprechend gab es jetzt auf Electrek, der natürlich von Tesla nicht kommentiert oder bestätigt wurde. Im Design wird es eine starke Anlehnung an das Model 3 geben. Der Touchscreen wird also sozusagen losgelöst im Auto stehen und von sozusagen Hochformat auf Querformat rutschen. Es soll aber auch Premium-Features für diese Modelle noch geben. Sie sollen sich also schon vom Model 3 auch noch abheben. Das Design und die Bedienbarkeit sollen schon auch mehr auf das autonome Fahren ausgelegt sein. Und zudem soll es noch andere Updates geben, zum Beispiel weichere Sitzpolster, eine Mittelkonsole für die hintere Sitzreihe, kabelloses Aufladen des Handys oder ähnliche Funktionen, die das Model 3 entsprechend eben nicht bietet. Um eine Tesla Gigafactory in Deutschland oder in Mitteleuropa brodelt weiter die Gerüchteküche. Es gibt wohl reichlich Bewerbungen. Angeblich gab es bereits Gespräche mit Vertretern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Gespräche sind noch in einem sehr frühen Stadium natürlich. Man beschnuppert sich erstmal. Die Niederlande werden auch als potenzieller Standort genannt. Und natürlich ist auch das Autoland Bayern mit vielen Herstellern und Produktionsstandorten daran interessiert, Tesla vielleicht sogar auch ins eigene Land zu holen. Es gäbe wohl bereits Kontakte auch mit Bayern. Die Regierung hat diese Woche Neuerungen im Steuerrecht für Elektroautodienstwagen sozusagen beschlossen, und zwar eine sogenannte 0,5%-Regelung. Gelten soll das Ganze für Neuwagen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31.12.2021 angeschafft werden. Was verbirgt sich hinter dieser 0,5 oder 1%-Regelung? Heißt also, wenn ich als Unternehmer zum Beispiel meinen Dienstwagen anteilig auch privat nutze und kein Fahrtenbuch führe, also kilometergenau und kostengenau die Nutzung aufteile auf privat und geschäftlich, oder aber auch, wenn ich als Mitarbeiter vom Arbeitgeber das Fahrzeug zur flexiblen Nutzung dienstlich und privat bereitgestellt bekomme, muss ich 1% des Bruttolisten-Neupreises sozusagen als fiktives Einkommen versteuern. Was kostet mich dann so ein Auto? Bisher war es so, wenn wir mal einen Hyundai Ioniq zum Beispiel in der mittleren Ausstattung nehmen, grob ungefähr 35.000 Euro. Der Bruttolistenpreis, was ich dafür bezahlt habe, ist da egal. Es zählt der Bruttolistenpreis, macht also 1% pro Monat 350 Euro fiktives Einkommen.
macht bei einem unterstellten Steuersatz von zum Beispiel 30% 105 Euro aus. Und das Ganze halbiert sich jetzt natürlich durch die neue Regelung auf nur noch 52,50 Euro. Das heißt, ich habe über 50 Euro mehr pro Monat in der Tasche. Und wenn ich das mal auf eine Nutzungsdauer von 6 Jahren umrechne, sind das mal eben 3.780 Euro Steuerbonus. Noch ein bisschen interessanter wird das, wenn das Auto ein bisschen teurer ist, zum Beispiel ein Oberklassefahrzeug mit einem Listenpreis von 100.000 Euro, zum Beispiel ein Tesla Model S, Tesla Model X oder aber auch ein Porsche Cayenne Hybrid. Bei 100.000 Euro und einem Spitzensteuersatz von vielleicht 40% kumuliert sich die Steuerersparnis in 6 Jahren auf satte 14.400 Euro. Ist also schon ein Steuergeschenk sozusagen, was man da bekommt. Die Probleme an der Sache sind eben, dass es auch die Plug-in-Hybride, also besagter Porsche Cayenne, wenn der auf der Autobahn 20 oder 30 Liter im Vollgas durchpustet, ist es egal. Er kriegt diese 14.000 Euro Steuerbonus auf seine 6 Jahre. Und profitiert auch von dieser Regelung, weil eben Fahrzeuge im Sinne des Elektromobilitätsgesetzes, also alle, die ein E-Kennzeichen bekommen dürfen, erfasst sind. Und dass wir, die wir alle heute schon ein E-Auto fahren, von dieser Regelung nicht betroffen sind, sondern dass es eben ein Vertriebs- oder Ankurbelungsprogramm für Neuwagen entsprechend ist und nur neu angeschaffte Fahrzeuge ab dem 1. Januar 2019 betroffen sein sollen. Das Ganze ist jetzt nur ein Kabinettsbeschluss, ist also noch keine Gesetzeslage, muss also noch von den anderen Gremien entsprechend das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Bei Mercedes gab es jetzt das Präsentationsstadium für die nicht mehr Prototypen- oder Vorserienfahrzeuge, sondern für die Serienversion des EQC. Und zwar am 4. September soll das Ganze stattfinden. Wir erinnern uns, Audi hatte seine Premiere verlegt aus Europa in die USA und stellt den e-tron, oder so ist aktuell der Arbeitstitel, am 17. September erst vor. Der EQC ist ein SUV mit einer 70 Kilowattstunden Batterie und der Marktstart soll Anfang 2019 sein, wobei auch dort noch natürlich ein Fragezeichen ist. Erstens die allgemeine Regel im Bereich Elektromobilität, es wird immer später. Und das Handelsblatt will erfahren haben, dass es Verzögerungen gibt und der Start sich auf Juni 2019 verschiebt. Wir warten mal, was wir da vorgestellt kriegen und wann man den Bestellknopf bei Mercedes drücken kann. Außerdem ein Thema diese Woche in einem Zeitungsartikel: Stickoxide aus Dieselfahrzeugen, wie sie uns belasten, und zwar nicht, wenn wir draußen auf der Straße langlaufen, sondern wie sie uns im Inneren eines Fahrzeuges treffen und welchen Belastungen wir da ausgesetzt sind. Die Zeit Online hat einen Bericht gebracht von Christoph M. Schwarzer. Er basiert auf Untersuchungen der Universität Heidelberg, die entsprechende Messungen im Fahrzeug durchgeführt hat, verschiedene Fahrzyklen, verschiedene Szenarien. Es hat sich gezeigt, dass es unter anderem sehr stark davon abhängt, welches Fahrzeug vor einem fährt, und dass in der Regel bei den meisten Fahrzeugen, also Fahrzeuge, in denen man selber sitzt, die Fahrzeuge relativ ungefiltert, zumindest was Stickoxide angeht, in den Innenraum geblasen werden. Der erlaubte Grenzwert, der aktuell gültig ist, sind 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und die Messwerte lagen also im Bereich des Doppelten bis des Dreifachen, je nach Szenario, bei einzelnen schmutzigen vorausfahrenden Fahrzeugen sogar noch darüber. Also zwischen 85 bis 103 Mikrogramm waren die Werte, die entsprechend dort im Artikel angegeben werden. Das Spannende ist, dass man relativ preiswert Abhilfe schaffen kann, und zwar mit sogenannten Aktivkohlefiltern, die Fahrzeuge in einem bestimmten Preisniveau und jüngeren Baujahres entsprechend serienmäßig schon anzubieten haben, aber viele Altfahrzeuge eben noch nicht. Und diese Filter können die Belastung um 90% reduzieren. Es gibt für viele Autos preisgünstige Nachrüstlösungen im Bereich unter 50 Euro. Also eine Sache, die man sich vor dem Gesichtspunkt auch mal genauer anschauen sollte, ob man im eigenen Auto da nachbessern kann. Ich sage immer, es hat seinen Grund, warum der Auspuff hinten ist und nicht vorne am Fahrzeug. Da wurde es nochmal wieder eindrucksvoll gezeigt. Wenn man jetzt keinen entsprechenden Filter hat, kann man sich natürlich auch drauf einstellen. Wir mit dem Elektrofahrzeug machen es sowieso. Das heißt, erstens an der Ampel ein bisschen Platz lassen zum vorausstehenden Fahrzeug in dem Falle, weil im Stand natürlich die Luft noch schlechter verwirbelt wird und man da vermutlich noch ein bisschen mehr abkriegt.
und vorausfahrende Fahrzeuge natürlich im Auge behalten, was da vor einem herfährt, und entsprechend auch im fließenden Verkehr mehr Platz lassen. Das ist aus dreifacher Hinsicht besser. Erstens ist es sicherer, was also Crashrisiko oder Auffahrtsunfälle angeht. Zweitens, man kriegt weniger Abgase ab vom Vordermann. Und drittens, man hat natürlich als Elektroauto mit mehr Platz zum Vordermann weniger Verbrauch, weil man entsprechend vorausschauend fahren kann, mehr Rekuperationen nutzen und vielleicht nicht so oft die Bremse einsetzt. So viel zu dem Artikel aus der Zeit. Sehr spannend fanden wir das, das Thema mal von dieser Seite auch zu beleuchten. Ansonsten Neues von Next Move, da gibt es auch einiges zu berichten. Und zwar haben wir den ersten ENV 200 mit der großen Batterie bekommen. Beim ENV 200 gab es kein großes Facelift, sondern nur ein ganz, ganz kleines, denn eigentlich wurde nur der Akku ausgetauscht. Antrieb und Karosserie und Interieur sind fast identisch vom Vorgänger übernommen worden. Auch der Typ 1-Anschluss ist geblieben, während der neue Leaf ja im Zuge des großen Akkus eine Typ 2-Dose für das Wechselstromladen bekommen hat. Was aber eben auch geblieben ist, ist der Batteriekühler, der in Kombination mit dem CHAdeMO-Anschluss in diesem Fahrzeug konfigurierbar ist. Das heißt, das Fahrzeug sollte auf der Langstrecke, was das Thema Rapid Gate, also unerwünschte Erwärmung des Akkus und damit reduzierte Schnellladegeschwindigkeit, weniger empfindlich sein. Ich hoffe, ich werde die Gelegenheit haben, das in den nächsten Tagen mal zu testen. Werden wir natürlich ein Video machen für unseren YouTube-Kanal. Ein neues Video gab es diese Woche auch, und zwar der Jan saß hier auf der Couch. Das Stichwort lautet Hybrid geklaut und aufs E-Auto gewechselt. Er hat also seinen geplanten Wechsel aufs Elektroauto 2 Jahre vorgezogen, und der zufällige Umstand war eben, dass sein Hybrid gestohlen wurde. Ansonsten können wir diese Woche verkünden einen weiteren Next Move Day. Wir hatten ja einen ersten Next Move Day, wo wir unsere beiden Model 3 und 10 bis 15 andere Elektrofahrzeuge Probe fahren konnte. Das werden wir machen auf dem E4 Festival am Hockenheimring. Das Ganze soll stattfinden am 27. und 28. Oktober. Es ist sozusagen eine fahraktive Messe, wo weniger Hochglanzpräsentationen der Fahrzeuge im Vordergrund steht, sondern mitmachen, anfassen, fahren, Probefahren, erleben. Es soll eine große Veranstaltung werden mit namhaften Ausstellern. Jaguar, BMW, Porsche sind die Namen, die gehandelt werden. Und zwar nicht, dass der lokale Händler präsent sein wird, sondern dass der Hersteller selbst vor Ort sein wird, natürlich mit mehr als 2 Autos in der Regel, um eine entsprechende Anzahl von Probefahrten zu ermöglichen, die also dort auf dem Gelände des Hockenheims mehr oder weniger kostenfrei ermöglicht werden sollen. Die Veranstaltung kostet natürlich Eintritt. Ich glaube, Erwachsene zahlen ungefähr 20 Euro plus ein bisschen Parkgebühr. Die Preise sind schon online. Man kann auch Tickets schon vorreservieren für diese Veranstaltung. Wir sind also auch dabei und werden mit einer Reihe von Fahrzeugen aus dem Fuhrpark entsprechend auch mit Probefahrten anbieten, werden unseren Teil der Veranstaltung sozusagen auch als Next Move Day dort präsentieren und haben außerdem die Möglichkeit bekommen, unsere Tesla Model 3 auch mitzubringen. Dort wird es aber so sein, um eine Schlangenbildung, sage ich mal, an den Fahrzeugen zu vermeiden, dass wir dort so eine Art VIP-Slots wieder anbieten werden. Das heißt, für die Model 3 kann man kostenpflichtig vorab mit einer festen Zeit seine Probefahrt buchen, und die ganzen anderen Autos, die wir mitbringen können, kann man im Rahmen der Veranstaltung kostenfrei fahren. Es soll eine ganze Runde auf dem Hockenheimring gefahren werden können. Das sind 4,6 Kilometer. Allerdings ist die mit Verkehrszeichen beschildert. Das heißt, es wird auch ein paar Speedlimits geben. Man kann also nicht freie Rennfahrt sozusagen, dann würde das Model 3 den Tag vermutlich nicht überstehen oder beide Fahrzeuge, sondern es geht also, so wie wir es beim ersten Mal hatten, ein Parcours mit Instruktor und entsprechend auch mit Speedlimits, an die man sich entsprechend halten muss. Aber auf 4,6 Kilometern und einem entsprechenden Handling-Kurs kann man das Fahrzeug sicher sehr intensiv erleben und erfahren. Das wird schon Next Move Day Nummer 3 sein. Nummer 2 können wir noch nicht verkünden, soll aber zwischendurch, nämlich genau 4 Wochen vorher, am letzten Septemberwoche, dem 29. und 30. stattfinden. Dort ist es aber noch nicht so, dass wir es offiziell verkünden können, weil noch Gespräche oder eine Finalisierung sozusagen aussteht. Location wird im Osten Deutschlands sein. Mehr kann ich dazu heute noch nicht sagen. Vielleicht nächste Woche. Schaltet wieder ein in den Next News und abonniert unseren Kanal. Viel Spaß. Wir sehen uns wieder in einer Woche.